Als die Menschen es langsam satt hatten, auf holprigen Straßen zu reisen, durch Staub und Dreck zu warten, da erfanden sie die Eisenbahn. 1825. Dampfgetrieben, pustend und hustend, rollt das erste Vehikel von George Stephenson über seine eiserne Bahn. Auf dem Papier aber wurde mit mehr oder weniger technischem Wissen und vor allem mit viel Fantasie Mögliches und Unmögliches entworfen. Absurdes, Utopisches, Skurriles, mehr als je verwirklicht werden konnte. Da war einmal das Problem der Spurbreite. Was ist vernünftig? Was ist ideal? Vielleicht geht es sogar mit einer einzigen Schiene. Man müsste das Ding in ein labiles Gleichgewicht bringen. Mit Stoßdämpfern vielleicht. Mit Stabilisatoren. Mit Propellern vielleicht. Oder mit Flügeln. Und dann ist da das Problem Platz. Geräumigkeit. Bequemlichkeit. Optimale Platzausnutzung durch Stehwagen. Optimale Bequemlichkeit durch Liegewagen. Optimale Aussicht durch Sichtliegewagen. Und da ist natürlich das Problem des Antriebs. Normalantrieb der damaligen Zeit, Dampf. Doch in den Köpfen genialer Erfinder spuken ganz andere Dinge. Das System Uhrwerk, heute nur noch zu finden in Spielzeugeisenbahnen. Das System Rikscha, eine asiatische Idee. Das System Galeere, wahrscheinlich phönizischen Geistesursprungs. Das System Tretmühle. Selbstverständlich mit Variationen. Oder das System Windmühle. Man lässt den Antrieb auf den Stationen und fährt nur mit den Wagen über den eisernen Weg. Dieses System hat vor allem an Steilhängen zu vielen Variationen geführt. Man kann ja das Seil auf alle möglichen Arten antreiben. Zum Beispiel mit Wasser. Genial einfach ist der Antrieb der alten Marzili-Bahn in Bern. An einem Seil sind zwei Wagen über eine Rolle miteinander verbunden. Die Wagen verfügen über einen Wassertank. Der Bergwagen wird mit Wasser gefüllt, wird schwerer, gleitet zur Aare hinunter und zieht den entleerten Talwagen hoch. Genial einfach, wie es sich für Berner geziemt. Wie kam es dazu? 1884. Sieben senkrechte Männer interessieren sich für die schiefe Bahn. Rein technisch, versteht sich. Die Herren A. Rothenbach, Ingenieur. F. Feller, Holzhändler. H. Lutz Müller. F. Morgenthaler, Billardfabrikant. J. Münger, Gipsermeister. S. Salvisberg, Amtsnotar. Und R. Schneider-Mugli. Sie gründen ein Initiativkomitee, diskutieren Statuten, Pläne, Finanzierung. Männer mit Schnauz offenbar, welche die Zeichen der Zeit verstanden haben. Sie gründen eine AG, legen Aktien zur Zeichnung auf und mit einem Kapital von 60.000 Franken und einem feierlichen Regierungsbeschluss werden die Pläne realisiert. 1885 ist es soweit. Die kürzeste Drahtseilbahn Europas mit einer Streckenlänge von etwa 100 Metern und einer Höhendifferenz von 30 Metern wird Realität. Und seither pendelt das Bähnchen unermüdlich zwischen Marzili und Bundesterrasse, zwischen dem stillen Lauf der Aare und der geschäftigen Stadt. Tag für Tag pendelt die Wasserdrahtseilbahn ihre Leute zu Arbeit und Freizeit. Markiert sie den gemächlichen Puls der gemütlichen Stadt. Aber ach, das Bähnchen wird seinen 100. Geburtstag nicht mehr erleben. Der sogenannte Fortschritt unserer Zeit verdrängt das Gestrige.
Ab 1974 wird alles anders. Keine Hebel werden bedient, kein Wasser gurgelt in die leeren Tanks. Elektrisch perfekt wird die Strecke abgesurrt. Der Kondukteur, dieser Fährmann aus der Wasserzeit der Eisenbahn, ist nicht mehr. Seine Umsicht und Fürsorge wird uns fehlen. Das stumme Glotzauge, eine Fernsehüberwachung, übernimmt den Dienst. Tja, so ist das mit unserer Zeit.